Hallo zusammen, heute zeige ich euch die große Geschichte der Bodumkanne, ich fange es andersrum an, der Bodumkanne und des Teefilterles. Das Teefilterle, beim Bodum, Richard, Bodum ist heutzutage, sagen wir mal, eine Marke, Standard. Bodum heißt heute IKEA, so IKEA-like Teekanne, Glas, so Glasbehälter. Und so ein Glasbehälter, so eine Teekanne Bodum, kostet, machen wir es, kann man das schön darstellen, Foto, machen wir ein schönes Foto. Bei dieser Teekanne ist es so, die machen ja schon recht praktische Sachen, aber bei der Bodumkanne ist es so, bei der Bodum-Teekanne ist so ein kleines Sieb drin. Und dieses Sieb ist aus Kunststoff und dieses Kunststoff reißt. Da haben wir es. Und jetzt kostet natürlich, so eine Kanne kostet 30 Euro im Angebot. Und wenn du so ein Sieb willst, dann kostet der Sieb, glaube ich, also 10 Euro mindestens plus Versand, bist bei 15 Euro rum und die Kanne kostet im Angebot gerade mal 30. Also eine Verschwendung ohne Ende, wenn man das Sieb aber nicht nimmt. Dann, wie gesagt, das bricht er hier auseinander. Okay, fegt der ganze Tee da rein. Also hat meine Rosemarie tagelang reicht gar nicht, gesucht nach einer Alternative. Was kann man machen? Verschwenderisch nachbestellen? Nein. Und deswegen sind wir jetzt hin und das Ganze haben wir jetzt so gemacht. Wir haben hier einen Edelstahlfilter gefunden am Schluss mit Oberhängel. Stainless Steel, frisch gekauft. Und dann macht man das jetzt so, dann nimmt man das ganze Teil raus. Hier, schönes Bild nochmal, sehr schön. Und dann haben wir hier gekauft von Tea Garden. Gekostet hat der Filter selber, hier Dauer-Teefilter mit Doppelhinkel, bla bla. Hat gekostet 9 Euro. Interessant. So, das ist jetzt dieser Filter, den hängt man dann so rein. Dann nimmt man, das kriegt ihr quasi gratis noch eine Teegeschichte dazu, wie man Tee macht. Das ist Schwarztee vom Dens. Günstigstes Teeangebot in Deutschland weit und breit. Und zwar Schwarztee, Darjeeling, Schwarztee beim Dens Biomarkt, kostet 10 Euro. Besser als die anderen, wo es gibt. Den habe ich hier drin, da machen wir jetzt hier 4 Löffel drauf. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir uns einen Pott heißes Wasser. Wir kriegen jetzt nur kostenlos, wie macht man einen Schwarztee, von mir erklärt. So sieht übrigens guter Schwarztee aus, wenn man das dann kocht. Der ist quasi kurz geschnitten, ja, also das gibt es manchmal gerollt, aber hier so nicht bröselig. Der geht nachher auch auf. Und ich möchte bei der Bodumkanne nochmal was sagen. Also das ist ja wie gesagt IKEA-like. Millionen, Milliardenfach produziert. Davor gibt es dann auch immer die Bodumkannen, die ja so aussieht. Bodum steht ja für diese Kanne, als auch für die Kanne. Das ist eine Kaffeekanne und das ist eigentlich wahrscheinlich auch patentiert, dieser komische Drücker. Ja. Diese Kanne sind ja zum schnell was machen, ganz praktisch, aber es gab mal dann beim wahrscheinlich beim Medica oder beim Aldi, die Kanne, wo dieses Stempelverfahren auch reinpasst, da habe ich den vom Bodum genommen, das da reingemacht, weil die so ein gescheites Siebhalter haben hier unten. Haben wir hier zweimal schon gemacht. Und jetzt
jetzt ist bei diesem Teil der Vorteil, dass dieser Tee, der bleibt, wenn man das noch reinmacht, hast hier, bleibt 4 Stunden warm. Aus irgendeinem Grund, super gemacht, super Lösung. Weil wahrscheinlich die Abstrahlungsfläche oben relativ reduziert ist. Und zum Trocknen stelle ich das immer so rauf, dass die Filter eben wieder abtrocknen. Kann ich es am nächsten Tag dann danach wieder verwenden. So, und jetzt kocht ja mein Wasser. Jetzt nehme ich mein Wasser auf meine 4 Löffel. Das lässt mir jetzt normalerweise 3 Minuten ziehen. Zwischen 3, maximum 5 Minuten. Dann vor das dann hier endet. Scheiß Plastik, ja. Sehr schlecht, nicht arg nachhaltig gedacht. Das soll normalerweise für kleinere Kanne sein, so Deckele. Vergiss. Man muss ja auch über den Rand rausdenken können. So, wenn jetzt der Tee dann so Farbe kriegt, also so ist er erfrischend ganz am Anfang. Nach 5 Minuten ist er dann so, dass er dann. Jetzt sieht man auch, wie diese Teile jetzt dann aufschwimmen. Ja? Also so geht dieses ganze Zeugs auf. Das ist sicherlich der zweite Schnitt. Das heißt, das wird einfach nochmal, am Anfang werden ja die Blättchen von Hand gepflückt und da ist schon dieses Stängelwerk mit drin. Also nicht so das allerbeste, nicht Premium Cut. Ja? Das sind nicht die Blätter, sondern alles der Rest reingehäckselt. Trotzdem, ganz gut. Und jetzt nehme ich eine Tasse, die trinke ich ja nachher gleich. Dann reinlaufen, damit ist das ganze Ding erledigt. Und wenn der Sabber dann abgelaufen ist, kann man das hier in den Mini-Kompost reinwerfen. So ausspülen ist es jetzt gar nicht so praktisch, muss ich sagen. Denn es sagt, es kommt besser aus. Man muss ja ewig machen. Immer noch was drin. Guck mal das an. Das war jetzt die wundersame Geschichte des Teefilters von Bodum und eine kleine Geschichte über Bodumkanne und die Erfindung der Thermoverbesserung. Mit Thermoisolierkanne, sie braucht man dann auch nicht mehr, dann brauchst du nur noch die Bodumkanne zum Tee ableeren oder zum ziehen lassen, aber dafür ist es ganz schön gut. Und diese Deckelgeschichte, die braucht man, wenn man es hier auch drinnen lässt für grüne Tee, das heißt, wenn man irgendwelche so Gräser, Kräuter, irgendwas reinleert, dafür braucht man auch das Deckele, dann kann man es nicht auch lang drinnen lassen.